Engel, Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 22. Mein Antlitz ist gerötet vom Weinen. Auf meinen Wimpern liegt Dunkelheit, obwohl kein Frevel in meiner Hand und mein Gebet rein ist. Hiob, Kapitel 16, Verse 16 und 17. Der erste Abend des neuen Jahres, des Jahres des Herrn 2645, hatte sich über die ewige Stadt gesenkt wie ein Leichentuch, das dem Tod seines wechselnden Gesichts nimmt und allen Schrecken zudeckt. Um Mitternacht, etwa 8 Stunden, nachdem Maloriel der merkwürdigen Engelfrau in die Fremde gefolgt war, erscholl erneut ein Fanfarensignal über dem Campo Octaviano. Ein leichter Nieselregen hatte eingesetzt, doch das hatte die Gläubigen nicht davon abgehalten, auch im zweiten der beiden hohen Tage, mit denen die angelitische Kirche den Jahreswechsel zelebrierte, auf dem gewaltigen Platz um den Petrusdom zusammenzuströmen. Aufgrund des Wetters waren einige zwar zu Hause unter schützenden Dächern geblieben, doch gut 12.000 Personen füllten das weite Rund. Erneut umgaben die pompösen Banner der 5 kämpfenden Orden die Säulenhallen und auch an diesem Abend erhoben sich die beiden gewaltigen Paramente mit dem Zeichen der angelitischen Kirche neben der Galerie, auf der der Pontifex Maximus das Hochamt zelebrieren würde. Zwar tat er dies regelmäßig im Vatikan für einen kleinen Kreis hochrangiger kirchlicher Würdenträger, doch die beiden hohen Tage waren die einzigen Anlässe, bei denen der Gottesdienst von ihm öffentlich und für alle zugänglich gehalten wurde. Der Tag des Herrn war ein Fastentag, gewidmet der Umkehr und den Überlieferungen der angelitischen Kirche, schrieb der Herr an diesem Tag das Schicksal jedes einzelnen Geschöpfs auf Erden für das soeben begonnene Jahr fest, je nachdem, wie sehr es sich im zurückliegenden Jahr an seine Gebote gehalten bzw. sich um eine Umkehr hin zu ihm bemüht hatte. Ariel hatte Daniel und Adoniel, die beiden einzigen ihr noch verbliebenen Schargeschwister, zur Mitternachtsmette geführt. Diesmal würden sie keine Banner tragen, sondern zusammen mit tausenden anderer Gläubiger auf dem Campo stehen und den Segen des Pontifex empfangen. Keiner ihrer beiden Brüder war besonders begeistert von ihrem Plan gewesen. In beiden hatte der Wunsch gebrannt, etwas zu tun. Irgendetwas. Sie hatten davon gesprochen, Maloriel zu suchen oder auf eigene Faust dem feigen Mord an Rahel nachzugehen. Aber Ariel war eisern geblieben. Der Glaube war auch in höchster Not der Anker für die Engel, des Herrn wie für ihre menschlichen Brüder und Schwestern. Und die Michaelitin hatte das unbestimmte Gefühl, es würde der Schar helfen, heute Nacht ihre ehrlich empfundene Bereitschaft zur Umkehr zu demonstrieren. Gerade sie selbst hatte in den letzten Tagen und Wochen gesündigt, hatte Vorschriften gedehnt, sich Befehlen widersetzt und gar bewusst gelogen. Das musste ein Ende haben. Nach dem Prozess gegen Hiob, der ja erfreulicherweise mit einem Freispruch des Ragoliten geendet hatte, hatte Ariel ihre beiden Brüder in die Kapelle aller Heiligen zitiert, wo sie den Rest des Tages bis zu ihrem Aufbruch zur Mitternachtsmette traditionsgemäß mit Fasten und Beten verbracht hatten. Es war wohltuend gewesen, sich wieder einmal zu sammeln und sich im Angesicht des Herrn bewusst all der Gerüchte, des Geschwätzes und der Umtriebe des Himmels zu entziehen. Ein Fanfarensignal kündete wie am Vortag vom Beginn des Gottesdienstes. Wieder wurde die prunkvolle Sänfte des Pontifex Maximus von 8 hochgewachsenen Templern auf den Campo getragen. Diesmal aber war sie, wie es Brauch war, mit Tüchern verhüllt. Und Petrus Secundus war für die Gläubigen auf seinem Wege durch die Menge nicht zu sehen, um zu signalisieren, dass auch er, ihr oberster Hirte, mit ihnen fastete und sich in Gebeten ganz in sich selbst und der Zwiesprache mit dem Herrn versenkt hatte. Atemlose Stille lag über dem Platz. Dann erhob sich vom linken Kolonnendach eine Engelsschar in die Luft, wie es am Vortage Ariels Schar getan hatte. Die Bannerträger. Vor wenig mehr als 24 Stunden waren wir an ihrer Stelle, schoss es Ariel in ihrem Anblick durch den Kopf. Da waren wir noch 5, eine vollständige, funktionierende Schar,
Und nun, ihre Augen füllten sich mit Tränen. Die fünf formierten sich zum Diamanten und zogen eine weite Schlangenlinie über dem Campo. Die vom rechten Kolonnendach gestartete Schar tat es ihr gleich. Und in atemberaubender Anmut formte die Flugbahn der beiden Rautenformationen das uralte Zeichen der Unendlichkeit. Ehe beide Scharen pfeilschnell nach vorne zum Podium schossen, den Templern genau an dessen Fuße die Sänfte an den Händen nahmen und dem Pontifex Maximus die Ehre erwiesen, in gewissermaßen auf ihren Schwingen die letzten Meter zum Altar zu tragen. Statt aber wie am Vortag das Podium zu flankieren, ließen sie den Pontifex der Sänfte entsteigen. Er tat es diesmal ohne jede helfende Hand und flogen dann wieder davon. Abgesehen von den unvermeidlichen Seraphim war der heilige Knabe diesmal allein auf dem Podium. Das der Bedeutung des Tages entsprechend im Gegensatz zum Vortag karg und nüchtern wirkte und kaum Schmuck aufwies. Die zierlichen Gestalt nahm auf dem Thron Platz und hob die Hand zum Segen. Einen Augenblick verharrte er so. Die Gläubigen wagten kaum zu atmen. Dann stand Pontifex Maximus Petrus Secundus wieder von seinem an diesem Tag gänzlich undrapierten Thron auf. Sein Blick schweifte auf die riesige Menge der Menschen und Engel, die sich versammelt hatten, um aus seinem Munde die frohe Botschaft zu empfangen. Wieder war er barfuß und in ein schlichtes weißes Büßergewand gehüllt. Sein Blick war entrückt und dann hallte seine Stimme, die auf wundersame Weise bis in den letzten Winkel der Kolonnaden drang, über den Campo Ottaviano. Brüder und Schwester, dies ist die Nacht der Umkehr zu Gott. Hört die frohe Botschaft, vernehmt die Gnadenzusage des Herrn über alle Geschöpfe. Was auch immer ihr im zurückliegenden Jahr getan habt, sei eure Seele voller Schuld oder erfüllt vom Glauben, dies ist eine Nacht des Neuanfangs. Der Herr ist bereit, euch alle in ein unbeschriebenes Blatt anzusehen. Doch er trifft diese Entscheidung nicht übereilt. Er ist kein Gott der Hast und der Überstürzung. Die Pforten der Reue stehen offen, von heute bis zum Tag der großen Versöhnung. Bis zu dem Augenblick, da der endgültige Richtspruch ergeht, wer bestehen und vergehen wird, wer froh sein und wer weinen wird, wer reich und wer arm sein wird, wer bestraft und wer erhoben sein wird. So will es Gott in seiner unendlichen Gnade. Wie stets an dieser Stelle der Gnadenszusage erhob sich ein unbeschreiblicher Jubel. Just an dieser Stelle schwebte ein Chor aus Sareliten auf einer Flugplattform vom Campus Sarelitorum herein und stimmte einen Hymnus an, in den sofort alle Mitglieder der unter den Kolonnaden versammelten Gemeinde einstimmten. Ariel schwieg. Die Worte des Pontifex hatten tief in ihr eine Seite zum Klingen gebracht. Unbeschriebene Blätter, ein verheißender Neuanfang. Die Michaelitin spürte, wie ihr inmitten all des Jubels ringsrum, inmitten all der Glaubenshoffnungen, Tränen über die Wangen rannen. Sicher, kurz nach ihrer Ausbildung hatte sie erfahren müssen, dass Engel auf Erden doch nicht so unsterblich waren, wie man sie glauben machen wollte. Sie hatte gelernt, mit dem Verlust von Scharmitgliedern umzugehen, damit fertig zu werden oder den Schmerz in sich einzuschließen und weiterzumachen. Engel fielen, Verluste waren unvermeidbar in dem großen Krieg gegen Ketzer und Raumsaat. Das war eine schreckliche, aber nicht zu leugnende Wahrheit. Und sie als ausgebildete Anführerin hätte darüber stehen sollen, hätte es mit einem grimmigen Nicken wegstecken und dann ihrer Schar wieder Halt geben sollen. Aber das konnte sie nicht. Ja, jeder Michaelit verlor im Laufe seines Wirkens für den Herrn Scharmitglieder. Bei Gott, Henadiel war in ihren Armen gestorben und sie war darüber hinweggekommen. Aber es sollte nicht so passieren. Nicht, indem jemand Rahel mitten im Himmel der Michaeliten, im Herz der ewigen Stadt, das Genick brach und untertauchen konnte, während Maloriel, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, spurlos verschwand. Sicher, ganz ohne Zweifel würde Prior Emaus ihnen nach dem heutigen Tage einen neuen Heiler und einen neuen Bewahrer des Wissens zuteilen, um ihre Schar zu komplettieren und wieder einsatzfähig zu machen. Irgendwie würde sie auch die Kraft finden, ihrer Bestimmung wieder zu folgen und die Schar mit neuem Mut zu führen. Aber eines stand fest.
Ariel spürte es ganz tief in sich und las es in den Gesichtern Adoniels und Daniels. Ohne Rahel und Maloriel würde es nie wieder so werden wie früher. Ariel wurde aus ihren Gedanken gerissen, als um sie herum plötzlich ein heftiges Gedränge und Geschiebe entstand. Sie blickte auf und sah, dass sie in Gedanken versunken offenbar den Rest des Gottesdienstes verpasst hatte. Pontifex Maximus, Petrus Secundus, wurde in diesem Augenblick von seinen Templern in einer zweiten, offenen Sänfte mitten durch die Menge getragen. Strahlend segnete der heilige Knabe die Gläubigen, die dichter herandrängten und dabei auch Ariel in unmittelbarer Nähe der Sänfte buxiert hatten. Ihr Blick fiel auf den Pontifex und sie bemerkte sofort die Veränderung. Von den schweren Krankheitsmalen, die ihn am Vortag gezeichnet hatten, war nichts mehr zu sehen. Im Gegenteil, er wirkte frisch wie in das blühende Leben. Ariel wandte sich mit einem zaghaften Lächeln zu Daniel und Adoniel um. Seht ihr es? Der Herr hat ihm über Nacht Gesundheit geschenkt. Das ist wahrlich ein Zeichen der Umkehr. Brüder, es gibt Hoffnung.